Moin Moin und willkommen zurück zu Dark Souls 3. Beim letzten Mal hat es nicht gut geklappt. Ich habe leider meine ganzen Punkte verloren, beziehungsweise meine Seelen. Wir gehen das Ganze jetzt nochmal an und hoffen einfach, dass es besser läuft. So. Nervt auch so ein bisschen, wenn man dann irgendwie weiterkommt, ne? Aber so, ich werde ein bisschen schneiden müssen zwischendurch. Denn ich will euch jetzt nicht die ganzen Tode aufhalsen. Aber so ein paar auf jeden Fall. Oh. Wow. Oh, weg mit dir. Scheiße, nichts hergibt, der gute Mann. Also jetzt müssen wir mal vorbeikommen an die ganzen Pfeile da oben gleich. Denn der Typ schießt ja ganz gut. Und ich möchte ganz gerne ohne Leben oder so da durchkommen. Also ohne Leben zu verlieren. Das wäre einfach mal ein Highlight. Risse, aber Riese, aber Loch voraus steht da. Ne? Ja, jetzt guckt ja schon mal einige auf jeden Fall. Man sieht mich das letzte Mal da drin gestorben. Da trifft er mich trotzdem durch. Das ist doch echt unmöglich eigentlich. So, die trifft auf jeden Fall da hinten. Problem ist bloß, da hinten reinzukommen, wenn die ganzen Leute da stehen. Das nervt schon so ein bisschen. Aber abkillen können wir jetzt noch nicht, ne? Okay, lass mal versuchen. Sehe gar nichts, aber. Okay. Hier haben wir halt Glück. Wir hier ein bisschen mehr Glück haben. Der Turm da oben, ne? Da ist der Riese, der ganze Zeit schießt. Aber die trifft von hier aus. Das wäre ganz geil, wenn ich hier einfach mal eine Pause halten kann, ohne dass der mich trifft. Das ist natürlich super. Dann renne ich das nächste Mal auch hier hin. Dann hat er weggenatzt. Das habe ich gesehen gerade. Okay, gucken wir nochmal weiter. Da oben schießt er. Nicht wirklich. Okay. Auch schnell hier hinten hin. Schießt er mit drei Stück oder vier Stück auf einmal? Ich weiß es gar nicht. Er rammt auf jeden Fall. Ich versuche mal oben die Kante zu sehen, dass ich sehen kann, wenn er schießt. Also vier Stück ballert er los, ne? Vier Stück. Fünf. Okay. Na gut, erwischt den Typen. So, also, okay, wir haben ja auf jeden Fall noch ein bisschen Leben übrig. Das ist schon mal gut. Warten wir noch kurz und dann rennen wir gleich darüber. Sollte ich jetzt sterben, irgendwie, dann spule ich vor für euch, damit ihr die ganzen traurige Elend von mir nicht erkennen müsst hier. So. Gut, also, wir haben ja verschiedene Möglichkeiten, aber ich würde am liebsten wieder hier da reingehen.
durch die Tür hier und die hier killen, denn das Ganze traue ich da drüben noch nicht so. Lass uns erstmal hier längs gehen. So. So, den haben wir gekillt. Jetzt war noch die blöde Tante da. Die müssen wir auch irgendwie killen. Da hinten kommt schon der andere Typ im Hund gleich. Mal schon mit dich da runtergehen, glaube ich. So. Okay. Hat natürlich einiges verbraucht, aber die killen wir jetzt auch noch so da. So, den Hund oder den anderen, der da kommt als erstes. Ist mir egal. Beim Hund warte ich noch ein bisschen, dann braucht er mich nicht angreifen. Dann kann ich ihn vielleicht von hier oben irgendwie killen. Ist auch ein hässlicher Köter, ne? Muss man einfach mal sagen. Also ein Labrador ist das nicht. Na jetzt. Okay. Ganz zaghaft geschafft. Ich glaube, wir gehen erstmal hier unten längs diesmal. Letztes Mal bin ich hier oben links gegangen. Habe alles vernichtet und jetzt könnten wir hier unten längs mal gerne vernichten. Oder muss ich warten, dass die... Oder beschießen sie mich von da unten vielleicht? Das kann natürlich auch sein. Das ist die Frage, welcher Weg praktischer wäre, ne? Lass uns doch erstmal die unten platt machen. Ja. Die nicht so leicht. Da unten sind Ratten, das wissen wir auch schon. Ich glaube, die hier drüben als erstes getötet haben irgendwie. Der drüben nervt mich am meisten. So, warte mal. Okay, also die sind, ich glaube, die könnte man auch anders besiegen, statt die ganze Zeit die Magie da wegzuballern, aber so ist man ein bisschen safer auf der richtigen Seite, glaube ich. Also ich fühle mich sicherer dabei. Oh, ich habe mich erwischt. Okay. Gut, jetzt können wir mal erstmal weitergehen. Gucken, was da noch so kommt. Nur mehr Leben haben wir aber nicht. Ich hoffe, dass es hier irgendwo so eine Feuerstelle gibt. Würde mich auf jeden Fall freuen. Was steht denn hier? Versucht zu ködern, das habe ich gemacht. Falls hier nicht noch irgendwelche Leute sind. Da ist noch so ein Typ, okay. Große Seele, das ist schon mal gut.
Monster voraus. Das haben wir gesehen, aber es war kein großes Monster. Ein kleines. Da noch irgendwas dahinter. Eieiei. Köderschädel. Ach so, hier könnte man die... Die kann man bestimmt benutzen, um die irgendwie anzulocken, die Viecher. Und dann irgendwie ins Verderben zu treiben? Ich weiß es nicht. Okay. Aber hier ist nichts weiter, ne? Nein. Okay, dann müssen wir hier weitergehen. Solche Flächen sind irgendwie nicht cool, weil ich immer denke, da kommen gleich noch mehr Leute. Wer ist er denn hier? Kann man ihm reden? Okay. Hmm. Another one of those unkindled, are you? All you faceless undead, behaving as if you deserve respect. No matter. Heed my words. If you've any sense, you'll go find a coffin to huddle up inside. You, here, in this land of hollows. You're like a frail maiden on the front lines. If, like the others, you're fool enough to play the champion, then go on ahead. Traipse right past the abandoned church. You'll face death. And it won't be pretty. Enough death to leave you broken. Time after time. Yeah. If like the others, you're fooling, go on ahead. Okay, also. Da gibt's auch einen Weg. Was steht denn da drin? Was steht denn hier, wenn ich hier reingehe? Feind voraus, na okay. Da wird wahrscheinlich ein Boss sein. Wir gehen trotzdem mal hier kurz rein. Die wird garantiert nicht aufgehen. Hm. Okay, da wird also irgendwie ein Boss drin sein. Und ich könnte ihn jetzt da reingehen und den killen. Was ich natürlich nicht schaffe beim ersten Anlauf, ist ja klar. Aber was soll ich denn sonst machen? Öffnen wir mal, guck mal rein. Ich glaube, es kommt nicht direkt in die Zwischensequenz. Was hat der denn gemacht? Wie ist der denn gestorben? Irgendwie Gegner hier gehabt. Okay. Okay, gerade was hochgefahren. Okay. Ein böser oder ein guter? Böser oder guter? Richtig viel reden tut er nicht. Ah, jetzt. Pardon me, I was absorbed. Okay, gut, dass man nochmal mit mir reden konnte. I am Siegwert of Katarina. To be honest, I'm in a bit of a pickle. Have you ever walked near a white birch only to be struck by a great arrow? Ja. Well, if I'm not mistaken, they come from this tower. Ach so, da oben ist der Typ. Okay. Whoever it is, I'm sure I can talk some sense into them. But I have to find a way up. And that's just the trouble. This lift only goes down, you see, and... Well, that doesn't get me anywhere. Okay. Wir uns trauen, um drunter zu machen? Wir machen es aber mal. Okay.
Gott, es sind so viele Tote. Warum sind hier so viele gestorben? Hier ist doch nichts, hoffe ich zumindest. Oh. Leuchtfeuer voraus. Okay, das klingt gut. Zierfeind voraus, aber Leuchtfeuer voraus. Okay. Jetzt die Frage, was für ein Zierfeind gemeint ist. Versuch Köder. Er da unten. Wow. Oh, wir können das. Oh, verdammte Axt, ey. Wir haben ein Schwert bekommen, okay. Aber wir kriegen auch Leuchtfeuer hier. Ich glaube, ich sterbe gleich noch. Was ist das? Ich bin nur langsamer, ne? Gute Arbeit, okay. Leuchtfeuer wäre super, wenn das hier wäre. Dann würde ich mich freuen. Weil ich auch fast gar nichts mehr habe. Ja, ein Leben habe ich noch. Wieso habe ich denn zwei Leben wieder? Also zwei. Die habe ich doch eigentlich. Okay, ich wollte mal ganz kurz gucken, was ist denn das, was wir da... Nein! Ach, verdammt. Das war jetzt echt dumm von mir. Naja. Was habe ich denn da bekommen jetzt für ein Schwert? Das da. Okay, das können wir noch nicht nehmen. Okay. Dann lass mal gucken, ob wir Leuchtfeuer finden hier. Da. Ah, perfekt. Bartopferung. Oh. Vielen, vielen Dank. So, wir rasten mal hier. Und reisen mal schnell zurück. Cool. Okay, wieder ein Stückchen weiter. Ich bin mal froh, wenn wir ein Stückchen weiterkommen. Denn wenn man sieht, bin ich ja nicht der beste Dark Souls-Spieler. Ich probiere es immer, aber super gut bin ich nicht. Aber jetzt pass auf, wir haben ja auch noch mal was anderes. Wir können, glaube ich, unseren Zauberstab sogar besser machen. Wenn ich genug Kohle habe. Ich weiß es gar nicht. Warte mal. Hallöchen. Waffe verstärken. Und zwar mein Stab. Guck dir das an. Den können wir auf jeden Fall verstärken. Macht, glaube ich, Sinn, oder? Machen einfach. Yes. Geil. Gut. So, und dann Waffe durchwirken. Kann man auch mal irgendwas machen? Wir lassen es aber mal. So, Ausrüstung reparieren. Nichts zum reparieren. Estus-Schärfe zum Verstärken des Estus-Flakons benutzen? Ja. So. Jetzt haben wir drei davon und zwei davon. Finde ich gut. Okay. Hier können wir auf jeden Fall ein bisschen was verschärfen. Was haben wir für Attribute da? Wir brauchen Stärke, haben wir eigentlich nur 7. Das heißt, das können wir sowieso gar nicht benutzen. Behalten wir nochmal kurz. Ashen One. Also hast du noch irgendwas, was du mir anbieten kannst? Oh, olle Zippe. Ashen One. Achso, dann gucken wir kurz ins Inventar, ob wir noch irgendwas an Seelen eingesammelt haben. Da zum Beispiel. Hier haben wir noch ein paar schwindende Seelen. Es gibt zwar nicht so viel, aber immerhin gibt es was.
2. Aber es ist immer noch die Frage, ob man dieses große Ding auch benutzen sollte oder nicht. Beim Töten in anderen Welten gefunden. Was kann das Ding denn? Band der Wirbelsäule. Also irgendwas kann man bestimmt damit machen. Das behalten wir einfach mal. Aber ist die Frage, ob man hier irgendwo so eine Kiste, wo man alles reinlegen kann. Noch nicht, ne? Tolle Aussicht voraus, okay. So, wir werden es mal ein bisschen stärker machen jetzt hier. So, wir gucken mal, was wir machen können. Also wir brauchen auf jeden Fall... Machen wir die Zauberei. Machen wir die Zauberei. Hat schon Sinn, da stärker zu werden, oder? Ja. Und dann müssen wir danach, das nächste machen wir ein bisschen Leben. Mal. Ich wollte nur kurz mal mein Schild. Mal kurz mal den Dings gucken hier, bei dem Schild. So. Also. Plus 1, minus 25, okay. Was ist denn da der Unterschied? Großartig. Blitz. Feuer. Physisch. Wir lassen es erstmal so. Und dann geht's zurück. Ich kann ja mal, kann ich einlagern ein paar Sachen. Das ist nicht schlecht. Das machen wir jetzt mal. Achso, wir wollen los. Reisen und zwar zum Vaterabbruch. Mal sehen, wo wir da hinkommen. Noch leicht gespannt. So besiegen oder müssen wir dafür einen Zauber nutzen? Okay. Okay, das war natürlich nicht. Hätte man wahrscheinlich gewusst vorher, wenn man das Ding gekannt hätte, dass er so ausrastet. Aber ich wusste das nicht. Okay, von Weitem abschießen ist vielleicht einfacher. Wie kommen wir da runter, ist die Frage. Ach, da geht's den Weg runter. Guck mal da. Okay, also einmal so den Abschießen ist nicht drin. Aber alles andere geht, funktioniert da irgendwie, ne? Die Ecke. Verlassen? Ne, hier liegt was. Beichtstein, okay. Hier sind ja einige Gegner, wie man sieht. Das eher sind die von oben kalt zu machen. Da hinten noch, ne? Noch zwei.
Da liegt da noch einer. Kann ich die locken da? Die irgendwie anlocken kann? Bin ich vergiftet, ne? Oh, es passiert nichts. Zumindest sieht es nicht so aus, wenn irgendwas passiert. Okay. Tod voraus, okay. Vorsicht vor Tod, ja. Ich glaube, wir müssen sie ein bisschen bekämpfen jetzt, weil anders wüsste ich nicht, wie ich da weiterkommen soll. Aber hier geht's gar nicht weiter, okay. Dann muss ich hier rum. Anscheinend. Ist hier oben einer drauf? Muss anders. Kann man hier irgendwas. Also, warte mal. Es wäre geil, wenn man diesen Hut ein bisschen kleiner machen könnte, oder? Kann man nicht anscheinend, ne? Okay. Traurigkeit voraus. Ah, da kommt noch so ein Hai herbei. Oh! Zeitgenosse. Ein kleiner fieser Zeitgenosse. Gut, aber wir sind ja schon ein bisschen weitergekommen. Das sollte auch für heute gereicht haben. Sind wir schon wieder bei einer halben Stunde und machen wir nächstes Mal direkt hier weiter. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin. Tschüss.